Haaland stellt Saisonrekord auf. Erling Haaland hat beim 3:2-Sieg des BVB beim VfB Stuttgart einen Saisonrekord in Sachen Geschwindigkeit aufgestellt. Der Norweger war mit unfassbaren 36,04 km/h einen Tick schneller als der bisherige Rekordhalter Markus Thüram. Der Gladbacher hatte es auf 35,97 km/h gebracht. Das Spiel selbst ging an Haaland weitestgehend vorbei. Zumindest legte der Stürmerstar aber den Siegtreffer von Ansgar Knauf in der 80. Minute auf. Und noch eine Statistik ist weiter fest in den Händen des BVB. Dank Jude Bellinghams Tor zum zwischenzeitlichen 1:1 haben jetzt die 5 jüngsten ausländischen Torschützen der Bundesliga-Geschichte ihre Treffer allesamt für den BVB erzielt. Vor PSG-Spiel. Flick hofft auf Hernandez und Goretzka. Hansi Flick hofft vor dem Viertelfinal-Rückspiel bei Paris Saint-Germain auf die Rückkehr der angeschlagenen Lucas Hernandez und Leon Goretzka. Ich habe mehr Hoffnung bei Lukas, auch wenn es eine Verletzung ist, die schmerzhafter ist. Bei Leon dürfen wir kein Risiko eingehen, weil es eine muskuläre Verletzung ist. Da müssen wir warten, ob die Ärzte grünes Licht geben, sagte Flick nach dem 1:1 gegen Union Berlin. Gegen die Eisernen hatte der Bayern-Coach auf 9 Profis verzichten müssen. In Paris am Dienstag werden weiterhin die angeschlagenen Robert Lewandowski, Niklas Süle, Marc Rocker und Serge Gnabry sowie die langzeitverletzten Corentin Tolisso und Douglas Costa fehlen. Entwarnung gab Flick bei Kingsley Coman, der zur Halbzeit gegen Union nach einem Schlag aufs Wadenbeinköpfchen ausgewechselt wurde, und bei Jamal Musiala. Der 18-Jährige musste mit Krämpfen vom Feld. Er denke, dass bei beiden alles nicht ganz so schlimm ist. Wir hoffen, dass alle dabei sind, sagte Flick. Attacke auf Lauternbus. Der Mannschaftsbus des 1. FC Kaiserslautern wird vor dem Auswärtsspiel beim VfB Lübeck Ziel von Schmierereien. Auch die Nachtruhe der Pfälzer leidet. In der Nacht zu Samstag wurden die Gäste erheblich gestört. Laut Angaben der Lauterer gab es vor dem Mannschaftshotel der Roten Teufel ein Feuerwerk. Als wäre das nicht genug, sei gegen 4:30 in der Früh mehrmals der Feueralarm ausgelöst worden. Doch das war noch nicht alles. Auch der Mannschaftsbus der Lauterer wurde beschmiert und verunstaltet. Die Lübecker entschuldigten sich für das Fehlverhalten. Wir entschuldigen uns für Beschädigungen und Störungen in der Nacht, mit denen die Störer wohl glaubten, im Namen unseres VfB zu handeln. Das ist nicht unser Stil. Abstiegskampf wird auf dem Feld ausgetragen. Und auf diesem gab es bei dem direkten Duell im Abstiegskampf keinen Sieger. Beide Teams trennten sich mit 1:1.